Schönen guten Abend. Wir haben in den letzten Stunden etwas über den BIC-Mikrocontroller gesehen und gehört. In der Schule, egal wo wir im Moment nicht rein dürfen, gibt es diese Übungsplatinen. Diese Übungsplatinen, die ermöglichen etwas, und zwar ermöglichen die es, einen Port des BICs, den Port C, gell, also das sind 8 Bits, gell, und der ermöglicht es, alle diese 8 Bits mit einer LED-Reihe zu verbinden. Man kann also einzelne Bits von Port C beschalten und es leuchten dann die entsprechenden LEDs darunter, gell. Also das ist dann ja eigentlich eine feine Sache, mal ganz einfach etwas sichtbar zu machen, gell. Also da kann man dann mit einem Byte spielen. Und das wollen wir da mal machen, gell? Und das sind wir nicht alleine, das machen andere auch. Wenn ihr da ja, einfach mal auf YouTube da mal Lauflicht eingibt, gell? Dann findet ihr alle möglichen Projekte, Leute, die sich also mit einem Lauflicht befassen, gell? Und das zeigen, wie sie das auch elektronisch bauen und so, gell? Und ja, da wenn man schaut, gell? Also da, die haben das da mit einem Arduino gemacht, gell? Und das können wir auch mit unserem BIC machen, gell? Und ja, wir wollen jetzt haben wir, wir sind nicht in der Schule, wir sind nicht im Labor, aber zumindest das Programm wollen wir schreiben, gell? Und zwar, zuerst wollen wir dieses Lauflicht immer in eine Richtung laufen lassen, gell? Also immer von links nach rechts oder rechts nach links, gell? Aber immer in eine Richtung, gell? Dann, als nächstes wollen wir das Lauflicht hin und her laufen lassen, gell? Okay, also links, rechts, links, rechts, links, rechts, gell, immer so weiter, gell, okay. Und als drittes, ja, gell, also ich weiß nicht, wer ihn kennt, gell, es hat da mal vor vielen Jahrzehnten, ja, das Traumauto vieler Junger gegeben, gell, das war der Knight Rider da, gell, also der Kid, gell. Und ja, der Knight Rider, der hatte vorne so eine Lichterreihe und da gab es nicht nur das Lauflicht, da gab es das Lauflicht mit Nachleuchten, gell? Also das heißt, das Licht ist gelaufen, gell? Und das dahinter hat dann schwächer geleuchtet, gell? Ja, und das wäre dann die dritte Herausforderung, gell? Ja, das wollen wir uns mal überlegen, schauen, wie man das machen kann, gell? Und was man hier machen kann, gell? Okay, viel Spaß.